Na, wen haben wir denn da? Noch eine Schaulustige, die sich gerne etwas dazu verdienen möchte? Was darf es denn sein? Laufen oder wetten? Hier ist doch nur ein verdammtes Minenfeld. Oh, oh, oh! Wir haben ein ganz schlaues Köpfchen gefunden. Seht mal alle her! Captain Geistreich wird euch gleich in Staunen versetzen. Hört nicht auf diesen Schwachkopf. Er hält sich für besonders schlau. Zum Glück sieht er wenigstens gut aus, sonst wäre er zu gar nichts Nutze. Wir haben hier einen kleinen Hinderniskurs. Ihr könnt ihn entlanglaufen oder auf andere Läufer wetten. Meistens laufen nur die Flüchtlinge, aber ihr dürft natürlich auch. Wohl den Verstand verloren. Aber nein, das Spiel ist irre. Irre lustig. Diese armen Kerle haben nichts mehr und wir haben nicht genug Vorräte, um auch nur die Hälfte von ihnen zu versorgen. Also lassen wir sie spielen. Mit den Credits können wir neue Vorräte kaufen und wenn einer von den Flüchtlingen mal Glück hat, erhält er genug Ausrüstung, um damit etwas anzufangen. Ich sollte euch alle sofort umbringen. Warum sagen die Leute das nur immer? Falls ihr wetten oder laufen wollt, wendet euch an Fähnrich Peters. Er bereitet euch vor. Hört sich lustig an. Gut, Peters erklärt euch die Regeln und kümmert sich um alles. Moment bitte, hier findet gerade ein Lauf statt. Also gut, es ist ganz einfach. Da draußen im Minenfeld befinden sich ein paar Dutzend leere Mörsergranaten. Wer genug von den Dingern aufhebt und halbwegs lebendig wieder hier ankommt, gewinnt einen Preis. Wenn Spaziergänge auf einem Minenfeld nicht so euer Ding sind, könnt ihr auch auf einen Läufer setzen und euer Glück versuchen. Wenn er gewinnt, wird euer Einsatz verdreifacht. Ich werde rennen und den Preis gewinnen. Sehr mutig. Alle mal hergehört. Ich nehme jetzt Wetten auf die neue Läuferin an. Es geht darum, innerhalb einer bestimmten Zeit die Granaten einzusammeln und herzubringen. Viel Spaß!